Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shogun 2 Together. Musik machen wir mal an. Und ja, letzte Folge, letzte Runde hat David Mimasaka erfolgreich erobert. Dauert noch ein bisschen, bis die Animation kommt, dass er reingeht, weil und so, wisst schon. Machst du friedlich weil besetzen? Ich noch hier die Statistik anschau. Ach, die Statistik. Genau, und die war gar nicht so schlecht. Ich habe 2-1 Verluste. Also ja, ich habe 1898 besiegt und habe 921 Verluste. Ja, also die Hälfte. Also. Dann passt's. Geht ja eigentlich ganz in Ordnung. Aber habt ihr gleich viele aufgestellt? Oder hat er mehr gehabt? Er hat 400 weniger aufgestellt als ich. Ja, okay. Ist trotzdem noch ein gutes Ergebnis. So, jetzt muss erstmal wieder die Stadt friedlich besetzen, würde ich's. Jo. Da ist ja schon wieder die Stadt. Wo kommt denn die hier? Ich würde deinen Agenten mal nach Südosten schicken, um zu schauen, wo die große Imagawa-Armee hin ist. Imagawa. Ah, da steht's ja schon. Hat sich ja dann gelohnt, das Zurückziehen, das kurzzeitige nach Hoki hoch. Dein Agent hat ihn anscheinend ja, nicht klar gekillt, ja. War irgendwie klar, jetzt muss ich erstmal die komplette Stadt reparieren. Ja, das war es aber nicht du, der die Stadt kaputt gemacht hat, das waren dem seine Flammenbomber, weil wenn... Die zünden ihre Granaten, das dauert ein bisschen. Und bevor die losschmeißen, holen die so richtig lange noch aus. Und da haben anscheinend eine Bogenschützen ein paar von denen ausgeschalten. Und dann fallen die natürlich dort um und die Granate ist natürlich gezündet. Und das explodiert natürlich mitten in der eigenen Einheit. Oben am Wall. Das hat's gebracht. Ach, da ist ja noch ein Agent. Den schicke ich mal. Tono. Ich schicke auch mal jetzt zwei Agenten vor. Wie alt ist denn der überhaupt? Bevor er mir fragt. Alter, 28. Die Verkleidung ist so cool. Kumuso-Verkleidung. Kumuso. Musu. Cool, jetzt kann ich dann Katana-Samurai mit besserer Rüstung bauen. Einmal frei. Ausgezeichnet. Jetzt sollen muss jetzt ich noch schnell meine Runde beenden, oder was? Knapper Fahrt. Wo denn? Hier. Wo? Ah, auf dem Meer. Ja. Deswegen hab dir geraten, zieh deine Flotte zu mir zurück. An deinem Hafen, Tosa. Aber, ja, wenn du fighten willst, das machst du live sehen, oder machst du automatisch? Entscheidende Niederlage. Automatisch. Warum hab ich verloren, Alter? Weil Imagawa. Weil Imagawa. Ich bin Imagawa. Ich Vorteil. Boah, meine Nahkampfeinheiten haben noch plus 2 Nahkampfangriff auf alle Einheiten. 2 Jahreszeiten noch. So, wie viel Kohle scheffeln wir denn? 3900. Hammergeil. Wie sieht's mit Nahrung bei dir aus? 10? Oder 5 wie? 5 plus. 5 plus, super. Aber ich will trotzdem jetzt nicht jede Stadt zu einer Festung umbauen. Nicht wieder wie beim letzten. Ja. Nur die wichtigen, da wo man auch viele Einheiten oder gute Einheiten produzieren kann. Ich weiß gar nicht, ist bei mir Buzen? Nee, Buzen ist bei mir eine Festung, aber noch kein Schloss. Und bei mir in der Hauptstadt, das ist ja noch nicht mal eine Festung. Meine Hauptstadt. Da kann ich schnelle Einheiten produzieren. Ich glaube, die baue ich mal aus. Verbraucht aber auch dann eine Nahrung mehr. Aber ich habe 10 Überschuss, komm. Bauen, bauen, bauen. 10 Überschuss. Ja, ich habe alles auf Flur in Ordnung. Oder das meiste, hier baue ich gerade noch. Komm, Bogenschießplatz geht auch noch. Flur in Ordnung. Wenn du überall Flur in Ordnung hast, dann kannst du schon viele gute Sachen bauen. Ich habe nicht das Geld dazu, weil meine Hand ist viel blockiert. Wenn ich jetzt dann dran bin, dann schicke ich meine Armee zu Mimasaka. Die jetzt noch bei Hoki steht. Damit da verteidigt ist, okay? Und mit der anderen Armee, da greife ich jetzt Inaba an. Und... Ja, dann ist Mimasaka, würde ich sagen, ist gesichert gegen den Imagawa-Clan.
Wobei bei Beat Sand bin ich mir noch nicht ganz sicher, wenn der mit beiden Einheiten gleichzeitig angreift. Und der Takeda, so wie es aussieht, der formiert sich auch gerade wieder neu. Meist eine Armee vernichtend geschlagen, schon wieder kommen die nächsten zwei Dödel an. Oh, die Musik geht mir gerade voll auf die Eier. So. Ha, ich bin Hatano, mein Mitsuke. Was macht denn der? Oh, ja, da kommt eine kleine schöne Armee. Die mache ich platt, 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 kaputt. Oh, ich besetze. Oh, der will deinen Hafen besetzen. Das werde ich ihm vermiesen. Ich werde seine Streitmacht in Grund und Boden ficken. Oh, der geht auf deine Handels. Ja, ja. So ein Hurenkind, weißt? Ja, wo hat denn der so viele Schiffe her? Oder ja, aus seinem Pornohafen. Okay, der Hoyo-Clan wurde anscheinend platt gemacht von Imagawa. Alter, der Imagawa hat voll viel Provinzen. Den müssen wir platt machen. Ich besetze deinen Hafen, deine Handelsroute. Oh, ja, da kommt sie nämlich schon. Ich rück gleich nach Süden vor. Aber ich muss erstmal schauen, ob ich oben den Hatano jetzt platt machen kann. Wenn ich den nicht platt machen kann, muss ich einen Teil wieder nach Norden ziehen. Ah, das wird jetzt richtig spannend hier. Nur noch große Clans übrig, die haben auch natürlich große Armeen. Oh, der Takeda verzieht sich. Jetzt wird er platt gemacht von den Woku-Piraten. Wie kann man nur von Piraten kaputt gemacht werden? Noob, ey. Hafenblockade. Sie haben es rüberfallen. So. Ich speichere erstmal ab. Weil ich eine geile Sau bin. Und dann greife ich mal hier an. Warte. Ich gehe erstmal mit den Agenten auf die andere Seite. So, auf die Stadt. Ich probiere jetzt nochmal die Schlosstore zu sabotieren. So, Video. Kurz ruhig, bitte. Das haben wir schon so oft gesehen. Ich kletter hoch. Es geht auf der anderen Seite runter und er wird wieder gesehen. Warum wird denn, dass er stirbt? Oh nee. Hat's nur nicht geschafft. So, was sagst du auf die Armee hier? Mach mal live. Komm, mach mal live. Ich will Geschnetzel sehen, aber so richtig. Das gewinne ich. Ich hab Katana. Er nicht. Schon hat er verloren. Fuck, jetzt fehlt die Kampfmusik. Flaches Land. Hm, weiß ich jetzt nicht. Ja. Er steht auf dem Hügel, sehe ich gerade. Nee, ich stehe auf dem Hügel. Ich bin gelb, ja. Ich dachte, ich bin rot. Schlacht von Hafen von Totori. Totori, doch. Warte, Doppel-T wird kurz gesprochen, oder? Totori. Klingt wie österreichisches Essen. Klingt wie ein Pokémon. Oh ja. So, ich mache erstmal wieder geile Mucke an. Sound auf 100. Woo! Spiel fortsetzen. So, bis 90 geht's und jetzt soll's wieder... Piu! Auf 99, genau. So, nicht anders. Hallo? So, alles mal in eine Gruppe. Und... Einheiten teilen? Nein. Ey, warte, wo ist zurückgelehnter Drache? Nee, mach mal Kiefernrinde. Schwere Kavallerie. Nein, ist auch gut für diese Formation. Komm, machen wir das so. Separat ist alles sowieso viel besser. Brauche ich aber Tiger, glaube ich. Ja. Damit sie nebeneinander stehen, die Mongos. Übrigens, ich habe Feuerpfeile. Ne, die brauche ich nicht. Ich brauche die hier. So, und Kaff. So wie immer. So, was haben wir denn hier? Wie viele Bogenschützen hat er denn? Ja, denke ich mal, Bogenschützen, doch eine Einheit. Wow. Bewegt es sich überhaupt? Ich gehe mal aufs Feld. Nein, der bewegt sich nicht. Kein Millimeter. Why no hesare? Ja, ja. Oh, Katana! Für den Shimazu-Clan. Ich glaube, einen Tick weiter vor kann ich schon. So.
Die Samurai lasse erstmal weiter hinten. Nee, weil wenn der mit seinem Bogenschützen vorrückt, dann laufe ich Gefahr. Der so als mit. Vor, so. Bis zu dem toten Baum erstmal. Und zwar im Schritttempo. Warte, Schritttempo habe ich gesagt. Okay, dann eben nicht. Das ist Schritttempo, eindeutig. Kann ich denn schon Feuerpfeile? Ja, kann ich schon. So, gut, dann. Mit allem. So, jetzt ist Schritttempo. Ganz gechillt. Muss man sich nicht abhetzen hier. Bewegen die sich? Nee. Ja, ich bin nämlich ganz oben mit, unten mit der Kamera. Ich bin gerade ein bisschen im Geschehen drin. Du wirst wahrscheinlich noch ein bisschen weiter vorrücken müssen. Ja, mache ich auch. Warten wir erstmal, bis alle stehen. Kann sein, dass ich noch Facebook auf habe, weil ich bekomme dauernd irgendwelche so blub blub. Jetzt leckt's. Bist noch da? Jetzt leckt. Ja. Ja. Ah, jetzt hat. Oh ja, genau. Jetzt leckt's wieder, weißt? So, und bis zum nächsten Totenbaum. Diesmal rennen, bitte. Na, das wird zu weit sein. Aber probier's aus. Ja, warte, einen Ticken zurück. Bis hierhin. Der wird sich sowieso selbst. Vor. Der wird sich sowieso selbstständig bewegen. Wie so steht es hier, ist Playing Shook und Total War, sag mal. Ich spinne gerade bei mir wieder Steam rum. Noch ein Tick. Vielleicht sollte er sich von allein bewegen. Na komm! Alter, er bewegt sich keinen Meter, das Sau. Die Sau. So. Jetzt sind sie in Reichweite, oder? Jetzt bewegt er sich, ja genau. Dann würde ich sagen mal Feuerpfeile laden. Jetzt. Und schießt. Feuerpfeile for the win. Na, brennt ihr Schwuchteln. Die drehe ich mal einen Tick. So, nur noch 107. Ich glaube, der will auf meine Samurai schießen. Oh, ey. Da brennt die Wiese. Und die nächste Welle. Hui! Hui! Und nochmal Feuerpfeile. Hui! Ist doch schön mit anzusehen, oder? Ich glaube, wir fahren nice aus. Ja, zwei Bogeneinheiten gegen eine ist immer fies. Keine Chance. Schon viel zu wenige, um hier noch Schaden zu machen. Oh. Bis sie losschießen, ist schon wieder Weihnachten. Aber sie schießen auf meine, ja, Katana. Die fliehen sowieso gleich. Da muss er an mich ran. Wankend frisch besorgt, erlittene Verluste. Ja, da würde ich auch wegrennen. Da kippt noch welche um. Der da zum Beispiel. Einfach weiterballern. Mal schauen, wann er vorrückt. Der checkt's nicht. Ach, da ist noch eine Bogenschießeinheit. Der hat doch zwei. Machen wir eine kleine Keilform hier. Die stehen nur echt dumm rum. Ja, wir sind vorne, das ist langweilig. Ja, ich zögere es ja gerade nur hinaus. Bevor ich Angst habe, sind die Flammenbomber. Die können meinen Katanern richtig zusetzen. Komm, weil es so lustig ist.
Regiment, vorrücken. Oh, jetzt hat er Feuerpfeile, oder wie? Sie sind standhaft, aber nicht gegenüber dieser Armee hier. Der schickt seine Bogenschützen sogar noch vor, ey. Oh, ja, schön. So nicht anders. Oh, die schmeißen Bomben. Boah. Ich probier mal was. Und Mitte durchgebrochen. Der General ist in ernster Gefahr, mein Lord. Fliehen sie alle? Ja. Wuhu! Schön. Er hat mit seinen Flammenbombern hat er ein paar meiner schönen Katana einfach weggemoscht, ja. Das kann man jetzt nicht sagen. Oh ja. So, verloren habe ich 127 als 626. Ja, geht. Haben wir ungefähr gleich viel aufgestellt. Ja, 920, 1035, also 100 Einheiten mehr. So, und die Stadt gehört mir. Komm. Ja, das können wir jetzt automatisch machen. Also das gewinne ich. So. Nur 83 Männer verloren. Hammergeil. Friedlich besetzen. Mein Lord, ein tüchtiger Krieger. Ja, bla, befördern wir ihn. So, jetzt haben wir da noch einen General mit drin. Ah, passt. Und gleich wieder verbesserte Bewässerung in Terrassenbauten umbauen. Aufrüsten. Ah, da unten sehe ich gerade, da kommt ja der Imagawa-Clan. Deswegen schicke ich da meine Einheit neben deine Schlossstadt, die du gerade eingenommen hast. Da kann er ruhig jetzt versuchen anzugreifen. Das schafft er nicht. Aber in Bizen greift auch mit einer Armee an. Bizen darf nicht fallen, aber das ist die größere Armee. Fuck, 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 fuck. So, mal kurz Diplomatie. Kann ich mit irgendeinem Spacken noch handeln? Nein, natürlich nicht. Soll ich mal eine Wasserflotte bauen? Ich glaube nicht. Wie viel Einkommen habe ich denn in der Stadt hier oben? Ah, die ist hundertprozentig buddhistisch. Das ist gut. So, ich speichere jetzt ab und dann bist auch schon wieder du dran. Du bist dran. Ja, meine Einheiten rücken noch hinten nach. Aber ansonsten. Du bist dran. Hoho, ich lach dich aus. Um Bizen sieht es gerade sehr schlecht aus, so wie es aussieht. Warum denn? Ah, da geht schon mal, schon mal rechts nach Bizen. Ja, oben ist gesichert. Wenn wir oben ihn besiegt haben, könnte ich nachrücken. Also dann könnte ich mit der Armee hier oben weiterziehen. Nicht Clansreligion. So. Der Imagawa macht mir gerade Sorgen bei Bizen, aber wenn, dann kommen wir dann von oben nach. Zumindest er kann dann nach Pichu gleich weiter. Da sind halt kaum Einheiten drin. Gar keine. Versuchen wir mit deinem Ninja die südliche Armee bei Bizen zu kaputt zu machen, irgendwie. Okay, warte kurz. Fuck, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Aber ziemlich was. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, den Ninja hier abzuziehen. Hätte ich ja hier hinschicken können. Einfach nur sabotieren.
Wir muss ja nicht machen. Ja, ich habe einen gemeuchelt, oder? Oh ja, ist ein Rang aufgestiegen? Ich weiß es nicht, nein, aber er hat jetzt einen General weniger. Jetzt ist nur noch der Daimyo drinnen. Ja, der Daimyo hat es natürlich überlebt, die Sau. Den, so. Den habe ich nicht angegriffen. Und ich glaube, aber der andere hatte 40. Die, ich glaube, die Folge ist wieder vorbei. Echt jetzt? Hui. Ja, also, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Shogun 2 Together mit dem Light und mit dem Hackerboy. Ciao, Leute!